Hallo, ich begrüße Sie zur Klimaschau, Ausgabe 183. Thema heute, seltener Lichtblick, argentinische Dürre hat nichts mit dem Klimawandel zu tun. Alle Links zur Sendung finden Sie unten im Begleittext des Videos. Argentinien. Von 2019 und 2022 litten weite Teile Argentiniens unter einer schweren Dürre. Die wissenschaftliche Aktivistengruppe World Weather Attribution, WWA, untersuchte, ob die Dürreserie vielleicht mit dem Klimawandel zu tun haben könnte. Zum WWA-Forscherteam gehört auch die in London tätige Friederike Otto. Die Gruppe veröffentlichte ihre Ergebnisse im Februar 2023 auf ihrer Webseite und schreibt dort, Zitat, Wissenschaftler aus Argentinien, Kolumbien, Frankreich, den Vereinigten Staaten von Amerika, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich arbeiteten zusammen, um zu bewerten, inwieweit der vom Menschen verursachte Klimawandel die Wahrscheinlichkeit und Intensität der geringen Niederschläge verändert hat, die zu einer Dürre führten, wobei der Schwerpunkt auf den besonders schweren 3 Monaten von Oktober bis Dezember 2022 lag. Unter Verwendung veröffentlichter, von Fachleuten überprüfter Methoden definierte das Team das Ereignis durch den durchschnittlichen Niederschlag während dieser 3 Monate für die Region und analysierte, ob der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit und Intensität der anormal niedrigen Niederschläge verändert. In den Beobachtungen über die gesamte Region haben wir einen Trend zu geringeren Niederschlägen in den letzten 40 Jahren festgestellt. Allerdings sind wir nicht sicher, ob dieser Trend über das hinausgeht, was aufgrund der natürlichen Variabilität in der Region zu erwarten ist. Um herauszufinden, ob es sich bei den geringeren Niederschlägen um einen echten Trend handelt, der über die natürliche Variabilität hinausgeht und dem Klimawandel zugeschrieben werden kann, haben wir die 20-jährigen Niederschlagsereignisse über derselben Region in Klimamodellen untersucht. Wir haben festgestellt, dass die Modelle zeigen, dass die Niederschlagsereignisse abnehmen, das heißt, sie werden feuchter. Das Gegenteil des in den meisten Wetteraufzeichnungen beobachteten Trends, obwohl dieser Trend wiederum nicht signifikant ist und mit der natürlichen Variabilität vereinbar ist. Daher können wir die geringen Niederschläge nicht auf den Klimawandel zurückführen. Zitat Ende. Der Klimawandel hat mit der besagten Dürre also nichts zu tun. Etliche Medien waren zuvor in die Falle getappt. So hatte Euronews im Januar 2023 noch getitelt, Zitat, Klimawandel überall. In Argentinien sterben Tausende von Kühen. Der Grund, die anhaltende Dürre. Zitat Ende. Dürre war auch das Thema einer Forschergruppe um Rongrong Chang von der Fuzhou University. Die Gruppe untersuchte die zeitliche und räumliche Variabilität von Dürren weltweit für die letzten 120 Jahre. Dabei verwendeten sie 2 verschiedene Dürreparameter. Der selbstkalibrierte Palmer-Dürre-Schweregrad-Index, SCPDSI, suggerierte, dass die Welt von 1901 bis 2020 allmählich feuchter wurde. Auch die Schwere und Dauer schwerer und extremer Dürreereignisse nahm zu. Ein anderer Parameter hingegen, die Annual Drought Severity, kurz ADS, belegte, dass trockene und feuchte Trends des lokalen PDSI nicht mit dem zunehmenden oder abnehmenden Trends bei schweren und extremen Dürreereignissen vereinbar sind. Ganz so einfach ist das Ganze denn also doch nicht. Die Studie erschien 2022 im Fachblatt InterResearch. Schließlich noch eine Studie eines Teams um Xiaodan Zhang von der China University of Geosciences in Wuhan. Im Abstract heißt es, Zitat, die großen Dürren und Überschwemmungen im Einzugsgebiet des Hanjiang-Flusses in Zentralchina haben erhebliche Auswirkungen auf die Hochwasserprävention und Kontrolle am Mittellauf des Yangtze und die Bewirtschaftung der Wasserressourcen in den Gebieten des Süd-Nord-Wasserumleitungsprojekts der mittleren Linie. Es mangelt jedoch an Kenntnissen über die mehrdekadischen bis 100-jährigen Muster extremer Dürren und Überschwemmungen in diesem Gebiet. Unter Verwendung der jährlichen Dürre- und Überschwemmungsaufzeichnungen aus historischen Dokumenten und Niederschlagsdaten aus dem Zeitraum der instrumentellen Messungen wird in dieser Studie eine Zeitreihe extremer Dürren und Überschwemmungen im Hanjiang-Flusseinzugsgebiet von 1426 bis 2017 erstellt und die zeitlichen und räumlichen Merkmale der extremen Dürre- und Überschwemmungsereignisse analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass es in den letzten 592 Jahren insgesamt 45 extreme Dürren und 52 extreme Überschwemmungen im Becken gab.
Extreme Dürren und Überschwemmungen waren auf einer mehrdekadischen bis 100-jährigen Skala sehr variabel und die Häufigkeit war in den ersten und letzten 100 Jahren des Untersuchungszeitraums höher und dazwischen geringer. Zitat Ende. Die Studie erschien 2022 im Fachblatt Climate of the Past. Das war es mit unserer heutigen Dürre-Spezialausgabe. Dürren hat es stets gegeben und sind kein neues Phänomen. Eine reflexhafte Verknüpfung mit dem Klimawandel greift zu kurz. Falls Sie die Sendung unterstützen wollen, Spendenmöglichkeiten finden Sie in der Videobeschreibung in der Textbox unter diesem Video. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Thank you.